Alltagspsychologie oder warum Erfahrung dumm macht und warum Wissenschaft eine einigermaßen gute Alternative ist. Herzlich willkommen zum ersten Video der Reihe Pädagogik Psychologie für kritische Denker. Ich möchte euch einladen, tiefergehend und vor allem kritisch hinter die Themen der Oberstufe im Fach Pädagogik Psychologie zu schauen. Denn ich glaube, das lohnt sich. Im ersten Thema geht es um die Frage, wie Menschen zu Erkenntnissen über psychologische und pädagogische Zusammenhänge kommen. Einen ersten Hinweis gibt der Physiker Albert Einstein. Er meinte, dass der gemeine Menschenverstand uns sagt, dass die Erde platt ist. Der Gedanke, dass die Erde platt ist, entspringt unserer Erfahrung, dass die meisten Dinge herunterfallen, wenn ich sie auf eine Kugel lege. Unsere Alltagstheorie könnte man also wie folgt formulieren. Wenn ich etwas auf eine gerundete Oberfläche lege, Ursache, dann rollt es oder fällt es hinunter, Wirkung. Also muss die Erde platt sein, sonst wird ja alles runterfallen. Solche Alltagstheorien haben häufig eine Wenn-Dann-Struktur. Wir gewinnen sie durch Erfahrungen und sie sind meistens, wie schon Einstein sagt, etwas dumm. Dies möchte ich nun an drei Beispielen aus der Welt der Pädagogik und Psychologie nochmals veranschaulichen. Mein erstes Beispiel sind Lehrer im Unterricht, mein zweites Autoren von pädagogisch-psychologischen Schulbüchern und als drittes Beispiel möchte ich von Erziehern im Elterngespräch berichten. So, ich beginne mit den Lehrern als Alltagspsychologen. Aus der Lehr-Lern-Forschung weiß man, dass besonders Lehrer stark an einer zentralen Alltagstheorie festhalten. Sie haben selbst als Schüler 13 Jahre lang erlebt, dass der Lehrer sein Wissen versteckt und danach fragt. Das nennt sich Osterhasenpädagogik oder fachlicher, fragend entwickelnder Unterricht. Das kann man wiederum in einer Alltagstheorie wie folgt formulieren. Wenn ich Wissen vermitteln will, dann muss ich das Fragen stellen tun, und zwar so, dass ich die Antwort bereits kenne. Professor Diethelm Wahl von der Universität Weingarten hat sich viel mit dieser Frage beschäftigt und schreibt hierzu. Der fragend entwickelnde Unterricht ist unauslöschlich in den subjektiven Theorien der Lehrer verankert. Daran vermag auch eine fünfjährige Ausbildung mit völlig anderen Ansätzen nichts zu verändern. Die meisten Lehrer folgen, sobald sie ihren Beruf ausüben, dieser subjektiven Alltagstheorie in zunehmendem Ausmaß. Jetzt könnte man sagen, na und, ist doch gut so. Das Problem ist, die Lernerfolge der Schüler sind eher bescheiden. In der Fachsprache sagt man, die Schüler entwickeln träges Wissen. Träge, weil dieses so vermittelte Wissen von den Schülern in der Praxis nicht angewendet werden kann. Es wird oberflächlich gelernt, in der Regel nur für den Test, und dann wird das Wissen gelöscht. So, ich fasse zusammen. Menschen kommen aufgrund ihrer Erfahrungen, in unserem Fall Lehrer, zu ihren psychologischen und pädagogischen Ansichten, zum Beispiel über Unterricht, mit denen sie die Wirklichkeit mit Hilfe von Wenn-Dann-Aussagen zu verstehen und zu erklären versuchen. Und wie wir gesehen haben, sind Lehrer ein schönes Beispiel dafür, dass Erfahrungen also eher dumm machen kann. So, zweites Beispiel. Aktuell habe ich mir ein Buch gekauft mit dem Titel Psychologie der Dummheit. Darin ist ein Artikel von der Universitätsprofessorin Alison Gopnik von der University of Berkeley und ihr wird die Frage gestellt, was sind die schlimmsten Dummheiten, die Erwachsene, auch Psychologen, über Kinder gedacht haben? Und sie antwortet auf diese Frage. Die Frage ist ein bisschen peinlich, weil nahezu alles, was Erwachsene und gerade Psychologen lange Zeit über Kinder gedacht haben, sich als falsch herausgestellt hat. So dachte man meist, dass Kinder irrational seien, unfähig, sich an jemand anderes Stelle zu versetzen oder ganz allgemein abstrakt zu denken. Man hielt sie für stark aufs Hier und Jetzt beschränkt, aber auch für amoralisch und egozentrisch. Und es waren Größen wie Sigmund Freud und Jean Piaget, die so dachten, die Begründer der Psychologie und der Entwicklungstheorie. Man betrachtete Kinder als defizitär, als nicht ausgereifte Persönlichkeiten, denen es an grundlegenden Fähigkeiten fehlte. Ja, diese Sicht ist überholt, dennoch findet sie sich immer wieder auch in Schulbüchern, in wissenschaftlichen Texten wieder. Also auch die Wissenschaft ist nicht befreit von Alltagstheorien. Dennoch bin ich froh, dass es die Wissenschaft gibt, die zumindest im Laufe der Zeit zu deutlich fundierteren Einsichten über die herausragenden Fähigkeiten, die Babys, Kinder und Jugendliche besitzen, gekommen ist.
und sich selbst revidiert hat. Auch das ist eine herausragende Eigenschaft. Ich komme zu meinem dritten Beispiel aus der Welt der Kindergärten und werde nun damit beginnen, Unterscheidungsmerkmale von gelungener wissenschaftlicher Theorie und Alltagstheorien zu markieren. Dazu ein Beispiel. Seit 2 Wochen geht der nun 3,5-jährige Torben in den Kindergarten. Die wilden Schlümpfe. Den Erziehern fällt sofort auf, dass Torben für sein Alter ungewöhnliche Schimpfwörter verwendet. Außerdem zeigt er sich häufig sehr aggressiv. Er zerstört das Spielzeug der anderen Kinder und in Konflikten beißt er diese und zieht an deren Haaren. Wie würdest du jetzt aufgrund deiner Erfahrung erklären, warum Torben sich so verhält? Genau. Am schnellsten kommt die Theorie, dass die Eltern mit ihrem mangelhaften Erziehungsverhalten schuld sind. Und viele Erzieher praktizieren diese Theorie permanent. Die wissenschaftliche Psychologie lehrt jedoch, dass es nie nur einen einzigen Grund für ein auffälliges Verhalten gibt. Schon allein zu meinen, es gebe die Eltern, ist eine falsche Annahme. Es ist nie klar, ob der Vater oder die Mutter oder beide das Kind in irgendeiner Form negativ beeinflussen. Neben der Rolle der Elternteile kann außerdem das kindliche, angeborene Temperament von Bedeutung sein. Tatsächlich gibt es einen genetischen Einfluss auf unser Verhalten und so gibt es eben Kinder, die sehr temperamentvoll sind und schneller mal auch zu aggressivem Verhalten neigen. Weiter kann eine unzureichende Integration in die Gruppe der Gleichaltrigen eine gewichtige Rolle spielen. Vielleicht wird Torben sogar ausgegrenzt. Möglicherweise trägt sogar das Verhalten der Erzieher selbst zum aggressiven Verhalten von Torben bei. Vielleicht hat Torben einen schweren Verlust erlebt. Eine für ihn sehr wichtige Person ist gestorben. Vielleicht haben sich die Eltern getrennt. Und. Es sind immer viele Ursachen denkbar und es ist immer ein Gefüge aus mehreren Ursachen, die zu einem problematischen Verhalten führen. Ich fasse nochmal zusammen. Die Alltagstheorie, die hier auftritt in den Köpfen vieler Erzieher, lautet, wenn das Kind aggressives Verhalten oder andere Auffälligkeiten zeigt, dann ist die Ursache dafür, dass die Eltern des Kindes eine mangelhafte Erziehung praktizieren. Die wissenschaftliche Psychologie und Pädagogik weiß, dass es immer mehrere Ursachen gleichzeitig gibt und diese unterschiedlich stark wirken. Das nennt man Multikausalität und ist in meinen Augen eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen wissenschaftlicher Theorie und Alltagstheorie. Demgegenüber bedeutet Monokausalität, dass nur eine Ursache für ein bestimmtes Verhalten und Erleben gesehen wird. Alltagstheorien sind demzufolge immer so gestrickt, dass eine Ursache zu einer Wirkung führt. Genauso wie es die Erzieherin im gegebenen Beispiel tut. Der einzige Grund für Torbens Auffälligkeit ist das erzieherische Fehlverhalten der Eltern. Und eine solche eindimensionale Sicht ist eine ganz schlechte Grundlage für ein Elterngespräch. Was macht jetzt eigentlich der Wissenschaftler bezüglich der Wenn-Dann-Aussagen anders? Er trifft ja auch Wenn-Dann-Aussagen, aber mit einem entscheidenden Unterschied. Und so würde ein Wissenschaftler wahrscheinlich wie folgt antworten. Ich versuche auch Wenn-Dann-Aussagen zu finden, aber diese sind nicht wahr, sondern wahrscheinlich. Und je mehr Wenn-Dann-Aussagen gefunden sind, desto wahrscheinlicher wird die wissenschaftliche Gesamtaussage. Also zum Beispiel, wenn der Vater von Torben auf das Kind einprügelt, Ursache 1, und Torben ein Temperament geerbt hat, sodass er nicht sensibel auf Strafen reagiert, sondern er schlägt zurück, Ursache 2, und die Mutter diesen emotionalen Schaden nicht repariert, das heißt, sie wendet sich nicht dem kleinen Torben zu und sagt, das ist aber ungerecht und nicht gut, was der Papa da macht, dann kann es schnell zu Ketten der Gewalt kommen. Das heißt, das Kind schlägt zurück und der Vater schlägt wieder zu, das Kind wieder zurück. So, wenn all diese Ursachen und Zusammenhänge vorhanden sind, dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Torben auffällig aggressiv wird. Aber, und das ist vielleicht auch extrem wichtig zu beachten, im Einzelfall kann auch der Wissenschaftler nie zu 100% vorhersagen, was passieren wird. Im Einzelfall kann alles immer anders sein. Es geht nur um Wahrscheinlichkeiten. Und dieses Merkmal heißt Allgemeingültigkeit. Das heißt, wissenschaftliche Wenn-Dann-Aussagen treffen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu. So, wie ist das in der Alltagstheorie? Die Erzieherin von Torben führt das eher gutmütige Verhalten ihres eigenen Kindes auf ihren Erziehungsstil zurück.
Das heißt, sie verallgemeinert monokausal ihre einmalige und zuverlässige Situation unzulässig. Von einmal, von ihrem Kind auf immer. Gefährlich wird es, wenn sie dies mit großer Sicherheit verbindet. Das ist so. Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen Alltagstheoretiker und Wissenschaftler betrifft das Vorgehen. Ein Wissenschaftler geht systematisch vor. Was heißt das? Ein guter Studienfreund von mir hat zu seinem Abschluss eine Untersuchung durchgeführt. Dabei ging es um die Fragestellung, inwieweit Teams erfolgreicher einen auf dem PC simulierten Waldbrand löschen als Einzelpersonen. Dahinter steckt die Frage, ob Einzelpersonen oder Teams erfolgreicher Probleme lösen. Er musste dabei genau dokumentieren, was er allen Versuchspersonen, ja, die ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten gekommen sind, sagt, um sie einzuweisen. Es musste derselbe Raum sein, es musste dasselbe Programm sein und es musste dieselbe Zeit sein, um nur ein paar Aspekte zu nennen. Das heißt, hier muss genau dokumentiert werden, wie vorgegangen wurde, damit ein anderer Wissenschaftler an anderer Ort und Stelle, also beispielsweise in Südafrika, dieselbe Untersuchung exakt durchführen kann und er müsste dann zu denselben Ergebnissen kommen. Das ist das Vorgehen des Wissenschaftlers. Auf der anderen Seite steht das Vorgehen eines Alltagstheoretikers. Hier geht der Alltagstheoretiker von zufälligen Einzelbeobachtungen und Erfahrungen aus. Beispielsweise, wir hatten jetzt viele Situationen schon, es kann aber auch sein, dass im Fernsehen etwas über Erziehung gesagt wird oder Fake News über die sozialen Netzwerke rumgehen, Kommentare zu pädagogischen Zeitungsartikeln. All das sind Quellen für Alltagstheorien, die zufällig sind, die letztlich nicht überprüfbar sind und das Vorgehen ist auch nicht wiederholbar, was dahinter steckt. So, ich komme zu den letzten Unterscheidungsmerkmalen. Wissenschaftliche Aussagen sollen objektiv sein. Das heißt, verschiedene Forscher erzielen bei gleichem Sachverhalt an unterschiedlichen Orten die gleichen Ergebnisse. Wenn wir also die Untersuchung meines Freundes nehmen, dann müsste das so sein, dass auch in Südafrika der Forscher, ein anderer Forscher, genau zu denselben Ergebnissen kommen müsste, wie mein Freund gekommen ist. Das ist nicht unbedingt ein Merkmal von Wissenschaft, sondern das ist ein Ziel von Wissenschaft. Und dieses Ziel gelingt nicht immer. 2015 wurde eine Untersuchung im hoch angesehenen Science Magazine veröffentlicht. In dieser Studie haben 270 Forscher sich daran gemacht, 100 wissenschaftliche Untersuchungen der Psychologie nochmals durchzuführen, um die Objektivität der Ergebnisse zu überprüfen. Im Ergebnis kam nur bei der Hälfte der Untersuchungen dasselbe Ergebnis heraus. Also psychologische Wissenschaft funktioniert, kann man sagen, zu 50%. So, wie ist das bei der Alltagstheorie? Die Alltagstheorie ist gänzlich subjektiv. Das heißt, verschiedene Personen werden zu völlig unterschiedlichen Erkenntnissen kommen, wenn es beispielsweise um die Ursachen geht, warum sich der Coronavirus wie schnell ausbreitet. Das sind völlig subjektive Einschätzungen von einzelnen Personen. Kurz mein Fazit. Wir finden Alltagstheorien in Verschwörungstheorien wieder, in erzieherischem Handeln, bei Lehrern, aber auch in der Wissenschaft. Das heißt, wir müssen unglaublich vorsichtig sein, auch mit unseren eigenen Theorien. Wir alle neigen dazu, in Alltagstheorien zu denken. Was hilft, ist die kritische Reflexion anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ich möchte noch hinzufügen, Alltagstheorien können tödlich sein, was man sehr schön an der Corona-Pandemie sieht. So, zweitens, das Knallermerkmal zur Unterscheidung von Alltagstheorie und Wissenschaft ist für mich die Multikausalität. Als Pädagoge sollte ich stets versuchen, immer nach mehreren Ursachen zu fragen. Zum Beispiel, wenn ein Schüler Lernschwierigkeiten hat, dann kann ich natürlich alltagstheoretisch ganz schnell sagen, ja, der ist zu faul. Aber das ist viel zu einfach. Es gibt immer mehrere Gründe und die muss ich hinterfragen, die muss ich versuchen rauszufinden, wenn ich als Pädagoge professionell handle. So, dritter Punkt. Ich habe bewusst etwas provokativ das Kapitel genannt, Erfahrung macht dumm. Und ich muss sagen, ich stehe auch dazu. Gerade die Beschäftigung mit den Alltagstheorien zeigt, dass wir
zum Teil sehr dumme Theorien aus unseren Erfahrungen zu unserem eigenen Wissen zählen. Insofern sollten wir stets vorsichtig sein, auch bei Menschen, die sich rühmen, über besonders viel Erfahrung zu verfügen. Die Psychologie der Weisheit zeigt, dass Jugendliche genauso über Weisheit verfügen, wie das Erwachsene tun. Ja, und schließlich habe ich aufgezeigt, dass auch die wissenschaftliche Pädagogik und Psychologie auf eine ganz traurige Geschichte zurückblickt. Wissenschaftlich-pädagogische Texte tragen noch ein düsteres alltagstheoretisches Erbe in sich, wonach Kinder defizitär sind und entsprechend geformt werden müssen. Anstatt Kinder und Jugendliche in ihren Stärken und Fähigkeiten zu sehen und zu fördern. Und da würde ich mir wünschen, dass ihr euch das zu Herzen nehmt und zu eurer Aufgabe macht. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.